Auf Wiedersehen, Herr Affolter. Tja, und wieder alles in ihre Jacke. Gut, der Kollege wird uns nichts mehr verraten. Es war dämlich, ihm die Fragen stellen zu wollen. Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Wir hätten viele Antworten bekommen können. Tja. Okay, mein Fehler. Es macht nichts, ist halb so wild. Wir kommen trotzdem drauf, wie es weitergeht. Die Hinweise kriegen wir auch an anderer Stelle. Jetzt ist die Frage, welche Tür sollen wir verwenden? Ich denke, dass das hier der Seitenausgang ist. Das werden wir aber gleich noch austesten. Der Schlüssel. Es sollte hier irgendwo sein. Aber wo? Gehen wir nochmal dahin. Ich sehe keinen Schlüssel. Oh. Ja. Nö. Das ist aber dasselbe wie eben. Ich sehe keinen Schlüssel. Verdammt. Wo ist er denn? Hey, Affolter. Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Und was spricht das Inventar? Kein Schlüssel, oder? Bist du sicher, dass der irgendwo da war? Der ist da. Wo er ist, ich weiß es nicht, aber er ist da. Er hat ja gesagt, der Schlüssel. Wir müssen ja in die Fabrik rein. Ja, ja, klar. Und der Schlüssel ist der Weg in die Fabrik rein. Allerdings fehlen noch die Zahnräder. Wir rufen mal eben bei unserer... Ja, bei Mutti nochmal rufen wir nochmal an. Auch wenn das jetzt nicht unser Auftrag ist. Ja, die telefoniert immer noch. Verdammt. Tja, Frauen telefonieren eben lange. Ja. Ja, dann rufen wir halt das Büro an. Die sollten davon erfahren. Anwaltskanzlei Marston & Lomond. Alle unsere Leitungen sind zurzeit belegt. Bitte rufen Sie später noch einmal an. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Seufz. So, und wo ist jetzt der Schlüssel? Ich weiß, dass hier ein Schlüssel ist. Ich weiß aber nicht, wo. Mal gucken. Der Brief von... Nein. Was ist das denn? Annas Brief an den Notar. Nein? Was ist das für ein Knopf? Verdammt. Das ist wieder wahrscheinlich wieder einfach nur so klein. Aber die Zahnräder können wir nicht brauchen.
Na gut, weg. Wir übersehen hier irgendwas. Aber was? Das ist bestimmt wieder irgendwas ganz Simples. Warst du schon an den Regalen da schon? Aha. Ja, da war aber auch nichts, oder? Da war nichts, da war gar nichts. Ne, weil der Mauszeiger verändert sich ja sofort, wenn du auch nur annähernd in die Nähe kommst. Es muss aber da sein. Er hat es angekündigt und es ist auch da. Es ist nur die Frage, wo. Da geht's wieder noch vor. Ah, ja. Natürlich. Ah, dämlich. Da. Da durften wir doch gerade schon nicht rangehen. Da ist der Schlüssel. Ja, gehört eben auch noch zum Vorzimmer. Gut, den Stempel da brauchen wir wohl später. Denke ich mal. Gut, dann gehen wir raus. So, dann wo gehen wir denn hin? Was machen wir? Gehen wir einfach mal die Hauptstraße weiter. Da dürfen wir nicht rein, oder? Dahin muss ich nicht. Egal. Ja, die Straße kontrollieren, weil es gibt etwas, was auf der Straße liegt. Dahin muss ich nicht. Da sollte ich aber eigentlich noch nicht hin müssen. Ist auch abgesperrt. Sagt sie nicht mal was dazu. Hä, hey, wie ist das denn? Gut. Aber da. Ja, da ist nix. Da ist nix. Da ist nichts. Ja gut, dann gehen wir mal zu dem gehen wir mal zu dem Tür der Fabrik. Da wir jetzt den Schlüssel haben, sollten wir eigentlich hinein dürfen. Dort sollten wir ja auch einen Hinweis finden, wo wir den Hinweis finden, wo wir den Hinweis finden, wo wir Hans finden. Hinweise über Hinweise. Ja. Was ist, geht jetzt ab? Hallo? Kate? Ach, Dad, bin ich froh, dich zu hören. Wie geht es dir, Liebling? Hattest du eine gute Reise? Bist du gut untergebracht? Lang, anstrengend und feucht. Aber keine Sorge, es geht mir gut. Besonders wenn du... Läuft alles wie geplant? Ja, naja, eigentlich nicht. Ich hatte mir das nicht so vorgestellt. Weißt du, alles ist hier so anders. Übrigens, Schatz, ich hab's nun doch geschafft, mir für morgen Nachmittag freizunehmen. Ich hole dich vom Flughafen ab. Ich hoffe, der Flug aus Paris hat keine große Verspätung. Wir sind um 8 bei den Goldwerks eingeladen. Mein armer Liebling, du wirst wohl kaum Zeit haben, dich frisch zu machen und dich umzuziehen. Dan, ich fürchte, das mit den Goldwerks morgen Abend wird nicht klappen.
Mach dir keine Sorgen, Kate. Du wirst wie immer bezaubernd aussehen. Du kannst doch alles tragen. Das kleine Schwarze zum Beispiel, da steht dir doch wunderbar. Mann, das ist doch... Dan! Ich werde meinen Aufenthalt hier verlängern müssen. Die Sache hat sich etwas verkompliziert. Verstehst du? Aber Kate, wegen dieser simplen Spielzeugfabrik. Der Verkauf verzögert sich. Ich muss noch ein bisschen hierbleiben. Dan, du kannst es doch verstehen. Aber Kate, das kannst du mir doch nicht antun. Die Goldberg-Verträge sind immerhin millionenschwer und... Ich weiß, es tut mir leid. Geh bitte ohne mich hin. Ich komme zurück, sobald ich kann. Also, ich muss jetzt Schluss machen. Aber ich rufe dich bald wieder an. Küsschen. Oh mein Gott. Ich krieg's mit Angst zu tun. Das ist ja so Standard. Okay. Okay, gehen wir zu dem. Aber es hat ja nicht mal geklingelt. Woher hat sie gewusst, dass das Telefon läutet? Es hat vibriert. Es hat vibriert, okay. ist jetzt das die Fabrik oder ist das die Fabrik? Rechts. Ich denke mal da auch, dass es das ist, aber wir gehen einfach mal da. Kann ja nur falsch sein. Dahin muss ich nicht. Super, dahin danke, Kate. Mhm. Gut. Nee, nochmal den Boden checken. Quer checken. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Das wollen wir ja nicht. Okay, da rein. Querchecken. Wichtig. Ja, ne, ich sehe jetzt nichts liegen. Gut. Dann, wir haben einen Wo ist der jetzt? Achso, da. Da. Genau. Der hat sich aber ganz schön verlängert. Okay. Aufgezogen haben wir, dann betätigen wir den Hebel. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ne? Mhm. Stimmst mir auch noch zu. Ha ja, klar. Da springt sie wieder an, die Musik. Mhm. So, da haben wir... Was haben wir? Wir haben hier nichts. Schicker Brunnen. Aha. Schon. Erst recht, wenn er läuft. So, wir haben vier Wege. 1, 2, 3, 4. Wo gehen wir zuerst hin? Zu viel. Kennst du den Weg nicht mehr? Nein. Was weißt du überhaupt? Verdammt! Entschuldigung. Ich finde die Wasseranimation cool. Die ist richtig gelungen, ja. Ja, auch überhaupt, an der Brücke. Überhaupt, das ist... Es sieht alles so... Lebendig aus. Lebendig, ja, genau. Cinemastisch und lebendig und so. Dafür, dass es eigentlich nur eine einfache Game Engine ist. Da wurden mit allen möglichen Tricks gearbeitet und das funktioniert einfach. So, wir haben hier einen Fabrikeingang. Dann gehen wir da mal hin. Ah, oh, schon. Habt ihr das Vögelchen gesehen da gleich rechts? Nochmal zurückgehen. Da ist Vögelchen. Das bewegt sich. Total lieb. Echt. Zwitscher. So, wieso verschwindet jetzt die Musik wieder? Keine Ahnung. Huch. Kate darf ja sogar da rein. Aber ganz offen und ehrlich, ich würde sagen, wir speichern hier und machen für heute Schluss, denn jetzt geht die Rätselei
Erst richtig los. Genau. Spiel laden. Hallo? Speichern? Neuer. Spiel laden? Ja, sehr gut. Ja, man sieht immer schön in der Vorschau, wo man als letztes gespeichert hat, inklusive Datum und Uhrzeit. Das ist toll. Ja. Und man hat jede Menge Slots frei. Es ist sehr nützlich, ja. Gut, damit verabschiede ich mich auch für heute von euch und auch von Tawamaru. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder mit dabei. Damit wir diese Rätsel richtig schön lösen können. Weil manche haben es richtig in sich. Ja, manche sind schon sehr heftig schwer. Wirklich. Aber die Stimmung, die dieses Spiel erzeugt, ist einfach edel. Und aber auch wieder ein bisschen alt und wie soll man sagen? Ich weiß, kann es nicht beschreiben. So wirklich. Einfach schön. Ja. Einfach toll. Dann bedanke ich mich bei den Zuschauern. Überlasse das vorletzte Wort noch Tawamaru. Ja, dann bedanke ich mich auch bei dir. Mhm. Und ja, bin beim nächsten Mal wieder dabei. Gerne. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Siberia. Servus. Eins. Tschüss.